Hallo Leute, am 17.11.2020 heute ist der erste Tag des Lockdowns. 10 Tage noch bis Black Friday. Der stationäre Handel wird wieder nicht viel Gewinn machen, weil der Black Friday in den Lockdown fällt und es 3 Wochen der Lockdown 3 Wochen dauert und damit kein Verkauf stattfindet. Aber online kann man bestellen, was natürlich für den stationären Handel schlecht ist. Aber die Weihnachtsgeschäfte gehen dann eh erst nachher los. Am 8. ist der erste Feiertag, am 8. Dezember, wo man einkaufen kann und Weihnachtsgeschenke kaufen kann oder so und der Handel wieder offen hat. Eine Freundin von mir zieht um und richtet jetzt ihre Wohnung ein und bestellt alles online. Zwar bei österreichischen Händlern, aber alles über Lieferung und online bestellt ist halt auch blöd, weil man kann sich keine Inspiration holen und nicht in Möbelgeschäfte gehen. Aber naja. Heute war Sonja da. Ich war munterer. Jetzt bin ich ziemlich müde. Wir haben uns gut verstanden, waren eine Runde spazieren und frische Luft schnappen, eine Stunde circa. Und es hat ganz gut funktioniert. Und dann waren wir ab und zu mal draußen und haben gegessen und Kaffee getrunken und getratscht. Und sie war ein paar Mal rauchen, aber ich war mit, habe aber nicht geraucht. Es war ein ganz angenehmer Tag heute. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt mit Corinna auch mal. Und ich bin nicht immer so müde, wenn sie da ist. Leider ist es so blöd, aber was soll ich machen? Aber am Donnerstag, Freitag kann ich ausschlafen. Und dann bin ich vielleicht munterer und besser drauf, wenn sie da ist. Morgen kommt Sonja wieder, weil ihr anderer Klient hat einen Assistenten, der Dienstag, Mittwoch nicht kann. Oder nur Dienstag, Mittwoch kann und die restlichen Tage nicht. Und deswegen ist hier Dienstag, Mittwoch da bei mir, weil da der andere Klient eine Beschäftigung hat und ich nicht. Es fallen leider immer 2 Tage hintereinander für Sonja und für Corinna. Und das ist immer ziemlich anstrengend am zweiten Tag, weil man sich da nicht mehr so viel zu sagen hat. Aber naja. Ich habe heute, glaube ich, heute ist Dienstag, ja. Nein, gestern habe ich mit Kerstin telefoniert. Gestern habe ich mit Kerstin telefoniert. Heute nicht, aber am Freitag wieder. Heute haben wir wieder vergessen, bei Christoph anzurufen. Ich muss das unbedingt meiner Mutter noch sagen. Und ich habe sie schon gesagt und muss sie nochmal darauf hinweisen, dass sie bitte anrufen soll. Weil ich habe seine Nummer nicht. Aber das erzähle ich jetzt in jedem Video und es ändert sich nicht. Und das nervt euch auch und mich auch. Also lasse ich das jetzt. Der Spaziergang war schön. Meine Eltern haben heute wieder renoviert. Morgen haben wir uns noch nichts vorgenommen. Morgen muss ich zum Internisten nach Morbach.
Und muss früher aufstehen. Oder früher, nicht früh. Früher. Ich bin gespannt, was er zu den Werten sagt. Es funktioniert jetzt eigentlich ganz gut mit dem 24 Stunden Insulin. Oder 48 Stunden Insulin eigentlich. Weil es 2 Tage anhält und die Werte ganz gut sind. Ich bin da selten über 200. Ich glaube, diese Woche einmal. Bis jetzt und. Oder letzte Woche einmal und diese Woche noch gar nicht. Aber. Und das freut mich, weil die Werte dann auch vom Langzeitzucker besser sind. Und das ein gutes Zeichen ist auch für meine Bauchspeicheldrüse. Und. Oder meine. Ja. Ich glaube, die Bauchspeicheldrüse ist für das Insulin verantwortlich. Ich weiß gerade nicht. Sonst gibt es nicht viel Neues. Sonja ist jetzt immer warm bei uns. Gott sei Dank. Wir haben jetzt im Voraus einen Vorhang hängen, damit die Kälte draußen bleibt. Weil im Voraus ist es kalt. Im Vorraum vom Wohnzimmer. Und also Vorraum vom bei der Haustür zum Vorraum vom Wohnzimmer ist es kalt. Und da haben wir jetzt einen Vorhang hängen. Und das hält die Kälte draußen. Weil die Tür ist eh neu, aber da ist ein Fenster und das ist nicht so dicht. Aber naja. Und ich habe 26 Grad im Zimmer, das ist ganz schön viel. Habe ich manchmal im Sommer nicht. Steckt auf 27 Grad, weil ich gerade gucke. Ganz schön warm. Mit der dicken Decke noch dazu. Mir geht psychisch momentan ganz gut. Ich verkrafte den Lockdown besser als gedacht, aber es ist gerade mal ein Tag. Da kann man auch gar nicht viel sagen. Und noch kann ich mich draußen bewegen, weil es noch nicht so kalt ist. Heute hatten wir 10 Grad. Und wenn es kälter wird, wird es ein Problem, aber mit der Tageslichtlampe geht's hoffentlich. Nur kann ich nicht ständig rauslaufen. Es geht nicht, wenn es Minusgrade hat oder so. Meine Tasche ist heute gekommen, meine Desigual-Tasche von Amazon. Meine Eltern haben sich ein bisschen aufgeregt, aber naja. Jetzt habe ich sie schon bestellt und jetzt ist sie gekommen. Ich freue mich irrsinnig drüber, weil sie ist ja total federfächer. Und ist sicher gut zum Nehmen, wenn ich viel einstecken muss. Und das freut mich. Und sie gefällt mir auch gut. Morgen kommt noch ein Geschenk für Sonja. Für Weihnachten. Eins, von dem sie nichts weiß, weil ich, sie macht mir einen Adventkalender und ich wollte ein Geschenk haben, von dem sie nichts weiß, weil sie von den anderen Geschenken schon weiß und eine Überraschung gehört doch zu Weihnachten dazu und deswegen habe ich noch ein Geschenk bestellt, aber das war eh vergünstigt und ich habe mir nicht eine Säule bestellt mit Steckdosen, mit eine Verteilersäule für mein Büro, die nach oben geht, ein Turm mit 11 Steckdosen und 3 USB-Anschlüssen. Und um 27 Euro. Die kann ich sicher gut nutzen. Auch wenn ich nicht alle Steckdosen nutzen kann, weil dann die Stromverteilung zu schwach ist. Aber zumindest zum Teil kann ich sie nutzen. Und die USB-Stecker brauche ich auch,
weil meine Tablets immer zum Laden sind und so. Und sonst muss ich noch dieses Monat die Teilzahlung für mein Handy ableisten, spätestens am 2. Aber ich werde es früher machen und den Rest lege ich zur Seite. Für die Abzahlung des Handys. Aber mal gucken, wie viel überbleibt. Ich habe auf jeden Fall jetzt nicht vor, bis Black Friday, also bis in 10 Tagen, noch was zu bestellen. Weil in 10 Tagen bekomme ich mein neues Geld und dann möchte ich schon noch zwei, drei Sachen haben, aber eher Kleinigkeiten, die nicht so teuer sind. Und den Rest wirklich zur Seite legen für die Abzahlung des Handys. Weil ich kann nicht immer so viel Geld rausschmeißen. Aber naja. Ich habe mir jetzt auch ein MacBook-Modell angeguckt mit dem M1-Prozessor, das 1000 Euro günstiger wäre als das, was ich mir vorher mit Intel angeguckt habe. Also 2600 Euro statt 3800. Und auf das werde ich sparen und mir kaufen, wenn ich das Geld benannt habe. Weil ich glaube, der M1-Prozessor ist zwar ein neuer Versuch von Apple, aber ich glaube, dass der ganz gut ist. Und bis ich das Geld zusammen habe, habe ich sicher ein paar Reviews und Tests zu dem Prozessor und zu den Laptops, dass ich das vergleichen kann und dann entscheiden kann, ob ich jetzt einen Intel nehme oder einen M1. Ist ja ARM-Prozessor. Und die sind nicht schlecht, glaube ich. Also in der Apple-Präsentation waren sie 98% besser als 98% der verkauften Laptops und Computer dieses Jahr. Also nicht 98% besser, sondern eigentlich waren 98% der Laptops, die dieses Jahr verkauft worden sind, schwächer als der M1. Und deswegen glaube ich, wird der schon ganz gut. Aber mal schauen. Dazu folgen sicher in den nächsten Wochen noch einige Tests und Speedtests und Reviews. Und dann kann ich ja noch immer entscheiden und ich werde sicher so 1,5 Jahre sparen auf den Laptop, weil immer wieder mal Anlässe kommen, wo ich Geld brauche und Geburtstage und so, wo ich einiges an Geld ausgebe, das ich nicht zur Seite legen kann und auch mir mal was kaufen will und dann nicht so viel zur Seite legen kann wie sonst, aber ich werde jetzt schauen, dass ich jedes zweite Monat ungefähr 2/3 meines Geldes zur Seite lege. Dann müsste ich so in 6 Monaten, 6, 7, 8 Monaten, auf 1000, 2000, 2000 Euro sein. Ungefähr. Kommt drauf an, wie es möglich ist. Und wie viel Geld ich jetzt noch bekomme. Aber naja, das geht eigentlich nichts an. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Jetzt habe ich 14 Minuten geredet. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, eure Ines.